Hey Leute, schöne Grüße hier bei uns aus dem Headquarter. Es ist Dienstag und am Sonntag ist es endlich soweit. Der Startschuss beim Marathon in Frankfurt wird fallen und ich habe mich die letzten Wochen sehr akribisch auf den Wettkampf vorbereitet und werde euch jetzt mal in den nächsten Tagen etwas mitnehmen und einfach mal darüber berichten, was ich in so einer Wettkampfwoche mache oder was ich vielleicht auch nicht mehr mache. Es war noch Dienstag, der Regen hat sich endlich mal verzogen und ja, heute standen 40 Minuten Lit auf dem Programm, das bin ich jetzt gerade gelaufen. 127er Puls, 4,45er, 46er Pace, fühlte sich sehr, sehr gut an. Das war's dann für heute. Guten Morgen Leute, ja, noch 4 Tage bis Frankfurt und ich starte aktuell eigentlich immer so mit meiner Routine. Bedeutet erstmal Kakao für die Raketen oben, die schlafen noch, die werde ich jetzt gleich mal wecken. Und ja, seit 1, 2 Wochen konsumiere ich noch intensiver alles, was mein Immunsystem stärkt. Gerade in dieser Jahreszeit rechts und links irgendwie alle sind am Husten und am Kränkeln und ja, ich versuche eigentlich nur irgendwie jetzt gesund an die Startlinie zu kommen. Ich habe hier von Pillar Immun C. Ja, sicherlich eine große Sorge, gesund bleiben. Später noch ein Läufchen. So, heutige Laufeinheit. Jetzt geht es auf die Vorwiesen zum Stadion. Es gibt 5x 1000 Meter in ca. 3,55, 500 Trabpause, Fat Max in so 4,25. Das ist der Plan. Schöne Grüße heute aus dem Max-Office. Es ist Donnerstag, also noch 3 Tage bis zum Wettkampf in Frankfurt. Und mir geht es soweit ganz gut. Ich habe heute Nacht endlich mal ganz gut geschlafen. Die 3 Nächte davor oder die Nächte davor, die waren echt ein bisschen mies, weil die Kinder sehr unruhig waren und wir immer wieder aufstehen mussten. Ansonsten gestern den Lauf, ihr habt es mitbekommen, 5x1 Kilometer Aktivierung in ca. 3,55. Das hat echt ganz gut geklappt. Und ja, die Beine fühlen sich eigentlich tatsächlich ein bisschen zu gut an, das bin ich gar nicht so gewohnt. Ich hoffe, man ist jetzt kein schlechtes oben. Ansonsten, was liegt heute an? Carboloading. Heute fangen wir an. Ich habe schon ordentlich gefrühstückt und habe mir jetzt auch hier noch für zwischendurch noch Milchreis mitgebracht. Dann gibt es noch Mittagessen. Wie gesagt, ein paar Snacks immer noch zwischendurch, die sehr kohlenhydratlastig sind. Dann versuche ich so zu essen, dass ich heute noch so einen lockeren 40-Minuten-Lauf hinbekomme. Fokus ist Essen, Essen, Essen. Guten Morgen! Es ist Samstag, noch ein Tag bis zum Wettkampf und ja, ich bin jetzt gerade dabei, mache mein erstes lockeres Läufchen heute. Einfach nur so 15 Minuten, bisschen traben. Ist immer nach dem Entlastungstag bzw. Ruhetag, dem Carboload immer eine recht träge Sache. Aber das wird schon. Also, der Tag fängt jetzt locker an und alles weitere folgt. Endlich mal wieder Regen. War auch schon lange nicht mehr. So eine Scheiße. Ja, der erste kurze Lauf ist geschafft. 15 Minuten waren es, glaube ich, jetzt. Relativ easy. Fühlte sich etwas träge nach dem Ruhetag an mit dem ganzen Carboloaden. Danach habe ich gefrühstückt. Ich werde heute wieder relativ normal essen, also nicht mehr so richtig stopfen, aber auch nur noch die Sachen essen, die leicht verdaulich sind. Also jetzt nichts Ballaststoffreiches mehr oder irgendwelche Sachen, die Unruhe in den Magen-Darm-Trakt bringen, wie Zwiebeln oder sonstigem, weil letzten Endes wollen wir morgen mit vollen Speichern, aber leerem Magen-Darm-Trakt an der Startlinie stehen. Insofern wird jetzt heute wieder relativ normal gegessen, aber Fokus noch auf den Carbs. Ja, danach habe ich noch etwas gedehnt und ja, jetzt haben wir wieder viel Zeit. Viel Zeit für schöne Gedanken, viel Zeit für dumme Gedanken. Ihr kennt das, die Auf und Ab vor solchen Wettkämpfen. Dann freut man sich wieder, dann zweifelt man wieder, hat man genug trainiert, passt das alles so wie geplant. Was mir da aber ganz gut bei geholfen hat, und das mache ich jetzt gerade auch wieder, ich schaue mir mal ganz gerne so das Training der vergangenen Wochen an. Guck, das vergleiche das auch gerne mal mit den Jahren davor. Mich persönlich beruhigt das immer, aber das Training hat bei mir echt sehr gut funktioniert. Da gab es eigentlich nichts großartig zu meckern. So, schöne Grüße aus Frankfurt, wir sind angekommen. Jetzt sind die beiden Begleiter von morgen. Die wissen gerade gar nicht, dass das jetzt hier echt ist und die im Vlog auftauchen werden. Wir holen jetzt die Startunterlagen ab, dann gehen wir noch kurz laufen. Bis später. Ist das dieser Frederik? Der Ultraläufer. Das ist der Ultraläufer. Ist das Ultra-Freddy? Der ist wirklich sehr gut, dieser Frederik. Also ich kann ihn nach dem Foto kommen. Ja, kann oder ein Bild. Aber warten wir, dass ich da anpassen. So, letzte Läufchen, die Amateure sind auch mit dabei. Und, Max, ist warm? Ja, saumäßig. Tipptopp, mega. Letzte Lauf von morgen, wir hauen rein. Mhm.
die Henkersmahlzeit. Und nochmal für P.M. aus K. ABC beim Bicarbonat. Geheimtipp. Der hätte immer nur A und B gemacht, der hätte immer C vergessen. Es ist Sonntag, es ist Race Day. Ja, ich bin seit 6:45 wach. Heute war Zeitumstellung, also wir haben noch eine Stunde geschenkt bekommen. Ich habe echt sehr gut geschlafen. Um 6:45 gab es ein kleines Frühstück. Um 8:30 gab es dann nochmal das Morten B-Carb. Das hat bei den letzten Rennen gut funktioniert, also mache ich das heute auch wieder. Und ja, das Wetter, ihr seht, es ist bewölkt. Es hat eben auch noch ordentlich geregnet. Das hat jetzt aber aufgehört und es soll auch zum Start und größtenteils trocken bleiben. Der Wind soll in Maßen sein, also nicht zu stürmisch. Kann also losgehen. Jetzt hoffe ich mal, dass die Beine mitspielen, dass ich gut drauf bin, dass ich hinten raus bereit bin, mir mal richtig weh zu tun, tief zu gehen. Aber dafür wird Nick sicherlich sorgen und ich bin auf jeden Fall heiß, hab Bock. Kein GPS, kann noch nicht losgehen. So, wir haben 11 Kilometer passiert. Maggie, wie ist es? Soll ich Schnauze ab? Achtung, Schub. So, die Hälfte ist geschafft. Hier ist nur eine gute Laune angesagt. Wir sind quasi auf dem Heimweg. Freddy sieht super frisch aus. Der freut sich schon auf den Winding. Da ist der Mann mit dem Hammer. Und ab geht's in die Halle. Leute, ihr habt es gesehen, der Frankfurt-Marathon ist auch schon wieder passé und bevor wir in die Analyse reingehen und ich noch so ein paar Sachen berichte, erstmal vielen, vielen Dank nochmal an euch. Es war wirklich wieder ein Fest, mit euch in dem Wettkampf zu laufen, euch von der Seite, die ganzen Anfeuerungsrufe. Vielen, vielen Dank, hat auf jeden Fall nochmal gut getan und nochmal ordentlich motiviert. Das Ziel in Frankfurt war, unter 2:48 zu laufen, das war so das Minimalziel, jetzt ist eine 2:45 daraus geworden. Es hat wirklich alles von Beginn an super geklappt und an dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön an Nick, der mich da von Beginn an und vor allen Dingen bis zum Ende begleitet hat. Er hätte sicherlich nochmal 1-2 Minuten schneller laufen können, mindestens, wenn er gewollt hätte. Wollte aber nicht, insofern vielen, vielen Dank. Ja, der Plan ist aufgegangen, auch unterwegs. Es lief soweit alles ganz gut. Ich habe im Vorfeld viel über das Wetter geredet und die Temperaturen waren, wie angenommen, waren echt gut. Der Boden war die ganze Zeit etwas nass vom ganzen Regen. Ich fand es stellenweise echt rutschig, war jetzt aber auch nicht so dramatisch. Und größte Gegner war sicherlich der Wind. Also gerade so zum Ende hin, als wir dann wieder nach Frankfurt reingelaufen sind, hat es echt gestürmt. Und so zwischen 36 und 41 war ich auch schon so ein bisschen angeschossen. Und da ist man teilweise wirklich um eine Ecke gelaufen und stand voll im Wind drin. Das war sicherlich nicht ganz so optimal. Aber lieber so als dann irgendwie 25 oder 30 Grad. Insofern, anyway, so viel Zeit hat das jetzt auch nicht gekostet. Nächster wichtiger Punkt war sicherlich auch die Verpflegung. Wie auch bei vielen anderen Wettkämpfen ist auch Morten in Frankfurt da an der Strecke zu bekommen. Also ich habe mich da zu Beginn alle 7,5 Kilometer, hinten raus fast alle 5 Kilometer mit Morten-Gels verpflegen können. Hinten raus gab es dann auch so ein bisschen Cola. Also auch da energetisch bin ich wirklich tipptopp durchgekommen. Alles, was so im Vorfeld geplant und vorgenommen wurde, konnte man wirklich 1:1 umsetzen. Ja, zum Pacing. 2:45 war so mein Best-Szenario, was ich mir hätte vorstellen können. Das war dann so eine 3:55er Pace. Aber was für mich nochmal ganz wichtig war, das war so die Lehre aus den letzten Jahren, dass ich nicht nur ganz stupide auf die Uhr gucke, sondern auch noch mehr auf meinen Körper höre, den Puls berücksichtige. Das habe ich dieses Jahr sicherlich viel, viel besser gemacht.
Und die letzten Jahre habe ich halt auch echt so ein bisschen Lehrgeld bezahlt und ja, eigentlich keinen vernünftigen Marathon so ins Ziel bekommen, wie es mir gewünscht hatte. Und das lief wirklich von Beginn an sehr, sehr gut. Also bei Kilometer 10 sind wir da mit einer so zwischen 3,50, 3,55er Pace. Das konnten wir so bis Kilometer 25, 30 halten. Gerade so zwischen 15 und 25 war ich sehr, sehr vorsichtig, weil das oft so die Phase im Rennen ist, wo man sich sehr gut fühlt und dann nochmal ordentlich überzockt. Haben wir alles nicht gemacht. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut zurückgehalten. Und dann merkt man natürlich irgendwann schon, okay, das wird heute ein gutes Rennen. Hat man auch gesehen, ich bin die erste Hälfte vom Marathon, sind wir in 1:21:59, also in 1:22 durch. Und zwischenzeitlich hatten wir schon so damit geliebäugelt, eventuell die 2:43 nochmal anzukratzen. Aber ja, irgendwann ist der Marathon doch eine Sau. Und bei Kilometer 36 habe ich dann doch ordentlich gelitten, so 36 bis 41 habe ich schon noch ein bisschen Zeit verloren. Und dann ging es wirklich nur noch darum, die 2:45 irgendwie zu halten. Und das haben wir dann auch gut geschafft. Und ja, die zweite Hälfte war dann zwar 1,5 Minuten langsamer, aber so mit Gesprächen mit anderen Athleten oder das, was ich jetzt auch so in den Medien mitbekommen habe, es sind viele Leute hinten echt eingebrochen. Also gerade so zum Ende nochmal durch Frankfurt durch, die letzten 6 Kilometer, die waren echt übel durch den Wind. Und klar, das ist natürlich dann auch die härteste Phase im Rennen, da wirst du dann oft doppelt bestraft. Insofern, super Rennanteilung, gut durchgekommen, 2:45, ich bin happy und das hat echt mega geklappt. So, eine andere häufige Frage war und ist, was hast du besser gemacht, was hast du anders gemacht als die letzten Jahre? Und ja, die Antwort ist eigentlich nicht ganz so viel. Was auffällig war oder was ich nochmal anders eingebaut habe, war, dass ich weniger HIIT trainiert habe und dafür mehr in den Sub-Threshold-Bereich reingegangen bin. Also sehr viele längere Einheiten, weiß nicht, so im Bereich 3,45, teilweise 18 bis 24 Kilometer Programme, dann die längeren Läufe, 30 plus habe ich dann häufig auch so im Bereich 3,55 bis 4,10 gemacht, also sehr viel Tempohärte. Das kann man auch hier in der Statistik nochmal ganz gut sehen. Und da, wo es richtig rot aufploppt, da waren dann halt auch nochmal die Wettkämpfe, wie der Kölner Halbmarathon oder jetzt auch hier mit Frankfurt. Aber ansonsten, wie gesagt, gar nicht so intensiv trainiert und dafür einfach mehr in die Tempobereiche gegangen. Und halt auch von den Blöcken, das sieht man ja auch nochmal in der Auswertung. Ich habe immer 3 Wochenblöcke gemacht, dann eine Entlastung. Die Umfänge waren meistens so zwischen 105 und 115 Kilometer. Ja, was neben dem Training natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt war, ist, ihr habt es auch schon jetzt im Vlog gesehen, gesund durchkommen. Und ich war nicht einmal verletzt, ich war nicht einmal am Kränkeln. Ich habe auch tatsächlich mir jetzt häufiger denn je die Gesundheitsdaten angeschaut, auch so neben Schlaf und Ruhepuls, gerade auch so HRV. Und da kann man auch sehen, dass ich mich hinten raus wirklich noch mal besser erholen konnte und wirklich fit war und fit am Start war. Das war für mich halt auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und da kriegt man natürlich auch das entsprechende Selbstbewusstsein, dass es eigentlich keinen Grund gibt, nicht zu performen. So, und das war's jetzt eigentlich soweit zu Frankfurt. Will euch auch nicht zu sehr langweilen und mit irgendwelchen Daten vollschmeißen. Ich freue mich jetzt erstmal auf die Off-Season, werde mich auf die ganzen Weihnachtsfeiern mit Chris freuen. Genau. Ein paar andere Reize setzen und ja, in der Zwischenzeit werde ich mir auch dann weitere Gedanken über die nächste Saison machen. Also so ein paar Sachen haben wir schon im Kopf, aber dazu später mehr. Insofern bleibt gesund und bis bald.